Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Serienkiller sind unglaublich interessante und faszinierende Zeitgenossen, vorausgesetzt natürlich, man begegnet ihnen durch den Sicherheitsabstand einer Kinoleinwand, eines Fernsehbildschirms oder der gedruckten Buchstaben in einem Magazin oder Buch. Würde tatsächlich ein solches Individuum direkt vor mir stehen, wäre mir letzten Endes nur eine einzige ihrer Eigenschaften wichtig, nämlich die, dass sie nicht schneller laufen können als ich und vor allem nicht 6 kleine Freunde einstecken haben, die definitiv schneller laufen können als ich. Aber die Faszination an Serienmördern ist ungebrochen und tatsächlich gab es in den letzten Jahrzehnten hunderte Filme, die sich mit den Leuten wie Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Ed Gein und wie sie alle heißen beschäftigt haben. Aber die Liste der tatsächlichen Serienmörder, die weltweit ihr Unwesen getrieben haben, ist deutlich länger als die Liste der Serienmörder, deren Dasein tatsächlich verfilmt wurden. Und heute beschäftigen wir uns tatsächlich mit einem von denen, über die die meisten von euch wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben. Larry Lee Raines war ein amerikanischer Serienmörder, der in den 50er Jahren unterwegs war, der beispielsweise 2 Leute bei einer Tankstelle ermordet hat, beziehungsweise jemanden, der so unfreundlich zu ihm war und ihm angeboten hat, ihn im Auto mitzunehmen. Generell etwas, das meistens seine entsprechende Story lostritt. Wobei eine andere Person ihn mitgenommen hat, die dieses Treffen zwar definitiv in weiterer Folge bereut hat, aber nicht so sehr wie einige andere, nämlich derjenige, der das Aufeinandertreffen überlebt hat. Dave Pitts, seines Zeichens ebenfalls ein unglaublich spannender Zeitgenosse, war er doch damals als Eiskunstläufer und quasi Zirkusattraktion unterwegs mit einem Äffchen namens Spanky, was das Aufeinandertreffen mit dem Serienkiller dann ebenfalls sicherlich noch einmal wesentlich interessanter gemacht hat. Diese Geschichte wurde übrigens bereits vor etlichen Jahren, im Jahr 1987, zu einem Roman verarbeitet. Da hat Autor Conrad Hilberry unter dem Titel Luke Karamazov eine quasi fiktionalisierte Version von dieser Geschichte geschrieben. So ist Luke Karamazov nämlich quasi geboren als Ralph Searle, der gemeinsam mit seinem Bruder Tommy Searle unterwegs war. Dabei handelt es sich um ein Buch, das tatsächlich recherchiert wurde und sehr viel auf die Aussagen der beiden Serienmörder, der Leute, auf die sie getroffen sind und so weiter und so fort, bezogen hat und der mehr einen dokumentarischen Anspruch hatte, aber trotzdem nicht den Namen der Serienkiller tatsächlich zu nehmen, so dass nämlich eben das Brüderpaar Larry und Danny Raines, der ebenfalls noch an diesen Dingen beteiligt war, hier nicht wirklich per se erwähnt wird. Dabei ist interessant, dass allerdings auch bei der jetzt verfilmten Version, die im englischen Original unter dem Titel He Went That Way firmiert, ich weiß nicht warum, aber ich höre gerade die Backstreet Boys singen, was in mir den inneren Serienkiller mobilisiert. Auf jeden Fall handelt es sich hier auch wiederum um einen mehr fiktionalisierte Version, weil der Serienkiller unter dem Namen Bobby agiert und der Hauptcharakter, der Affendompteur, unter dem Namen Jim, wobei der echte Dave Pitts am Ende des Films im Abspann dann auch noch eine gekürzte Version von seinen eigenen Erlebnissen tatsächlich auch noch selbst sagen kann und demnach noch mit dabei war bei der Produktion von dem Film, der übrigens ebenfalls noch dabei war, als der Film produziert war. Das war der Serienmörder Larry Lee Raines, der natürlich dann in Amerika verhaftet wurde und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, der allerdings im November 2023 verstorben ist. Das bedeutet, er war zwar noch am Leben, als die Dreharbeiten für den Film abgeschlossen wurden, aber starb dann kurze Zeit danach, bis der Film dann uraufgeführt wurde. Trotzdem ist im Abschluss von dem Film eben nur von seiner Inhaftierung, nicht aber von seinem Tod zu lesen. Das könnte womöglich auch damit zusammenhängen, dass es im näheren Umfeld von dem Film The Killer on the Road einen weiteren, also in diesem Fall dann tatsächlich tragischen Todesfall gibt, nämlich der Regisseur Jeffrey Darling, was auf den ersten Blick ein bisschen klingt wie ein Pseudonym von Jeffrey Dahmer in irgendeinem Chatroom, der hat tatsächlich bereits in den 80er Jahren gearbeitet als Kameramann bei Filmen wie Einstein Jr. oder The Crossing mit Russell Crowe aus dem Jahr 1990, hat sich jetzt offensichtlich nach etlichen Jahren cineastischer Abstinenz wieder dazu entschieden,
mit He Went That Way einen Film zu inszenieren, verstarb dann allerdings blöderweise kurze Zeit nach der Dreharbeiten und noch vor der Premiere des Films an den Folgen eines Surfunfalls in Palm Beach in Sydney. Das Drehbuch von dem Film wurde geschrieben von Evan M. Wiener. Er ist kein echter, ich bin keine Wiener. Auf jeden Fall ist das erst das dritte Drehbuch, das der jemals geschrieben hat, nach Monogamy im Jahr 2010, beziehungsweise dem Film Big Sky im Jahr 2015, der immerhin mit Frank Grillo, Bella Thorne und Kyra Sedgwick verfilmt wurde, aber von Regisseur Jorge Michel Grau, der beispielsweise bekannt ist für das ABC of Death Segment I is for Ingrown, beziehungsweise auch für die Mexico Barbaro Filme oder derjenige, der das Drehbuch für We Are What We Are geschrieben hat. Die Hauptrolle als eben Affendompteur in dem Film spielt der großartige Zachary Quinto, der natürlich den meisten von euch bekannt sein dürfte durch seine Rolle als Mr. Spock in den neuen großen Star Trek Filmen, der zuletzt beispielsweise auch in Hotel Artemis bzw. in Snowden mit dabei war, dessen Karriere allerdings ganz interessant als Seriendarsteller begonnen hat, der in sehr vielen Serien in einzelnen Folgen kleine Gastauftritte absolviert hat, bis er dann im Jahrgang 2003 bis 2004 in der Rolle des Adam Kaufman eine Gastrolle in 24 hatte und da in 23 Folgen einer Staffel aufgetreten ist. Er war in der Rolle dann auch noch als in 24 The Game zu hören, bis er dann natürlich im Jahr 2006 seinen großen Durchbruch hatte und die Rolle des Sylar in der in meinen Augen großartigen Serie Heroes bekommen hat, die er bis 2010 in 60 Folgen verkörpert hat. An seiner Seite spielt eben Jacob Elordi den Serienkiller, auch er mehr oder weniger durchgebrochen durch eine Serie, nämlich seinen Auftritt in 16 Folgen der Serie Euphoria als Nate Jacobs. Aktuell kennt man ihn wahrscheinlich in erster Linie als einer der Hauptdarsteller von Saltburn, beziehungsweise hat in dem Biopic Priscilla 2023 die Rolle des Elvis Presley gespielt, aber vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch auch noch als Jake aus dem 2019 gedrehten und von Kate Blatt im Mediabook veröffentlichten Film The Mortuary. Außerdem sehen wir in Nebenrollen Patrick J. Adams, der beispielsweise als Mike Ross in 111 Folgen der Serie Suits aufgetreten ist, beziehungsweise ein ganz bekanntes Gesicht aus der zweiten Reihe, nämlich Troy Evans, der in der IMDb über 170 Acting Credits hat, darunter kleine Rollen wie Paul Dekter in Ace Ventura, ein tierischer Detektiv, Granger in Alarmstufe Rot, ein Cop in Demolition Man bzw. der Polizeichef in Fear and Loathing in Las Vegas. Außerdem hatte er natürlich auch zwei langfristige bekannte Serienauftritte, so war er Detective Johnson in 59 Folgen der Serie Bosch bzw. war bei Emergency Room als Officer Martin in 129 Folgen zu sehen. Grundsätzlich kann man die Geschichte von The Killer on the Road ein bisschen mit dem Film California vergleichen, nur halt ohne diese vielleicht ganzen, sagen wir, ein bisschen Mystery-mäßig angehauchten Elemente und dass natürlich auch zwischen David Duchovny und Brad Pitt, sagen wir mal, nicht nur eine andere Chemie, sondern vor allem auch eine andere schauspielerische Qualität geherrscht hat. The Killer on the Road ist ein durchaus interessantes Serienkiller-Biopic, das zwar nur einen ganz kurzen Abschnitt von der Geschichte von Larry Raines bietet, auf Basis von einem Buch, auf Basis von den Erzählungen des Überlebenden und dadurch dann natürlich auch ein bisschen fiktionalisiert und adaptiert. Darunter gibt es natürlich ein paar wirklich interessante Momente zwischen Quinto und Elordi und ein paar durchaus spannendere Momente, wobei es der Film leider nicht ganz schafft, diese Spannung auch durchgehend durchzutragen. Es handelt sich mehr um einen durchschnittlichen Serienkillerfilm, in dem nämlich vor allem eben die Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren und dem Affen zum Tragen kommt und weniger eben das Serienmorden an sich. Kann durchaus interessant sein, man sollte sich allerdings weder mit besonders viel Action noch besonders viel eben Serienkiller Aktivitäten darauf einstellen. Dabei finde ich übrigens auch den englischen Originaltitel von dem Film relativ interessant, während die deutsche Adaption The Killer on the Road natürlich auf der einen Seite ein bisschen generisch, auf der anderen Seite aber auch wirklich zielführend ist, weil man sich durchaus vorstellen kann, dass es in diesem Film eine Road und auch einen Killer
vergeben wird, da ist natürlich der englische Titel She Went That Away etwas seltsamer, bis man vielleicht draufkommt, dass die Inspiration für den englischen Titel vielleicht auf Clint Eastwood zurückzuführen ist, der im Jahr 1978 ja ebenfalls mit einem Affen auf Tour gegangen ist, in dem Film Der Mann aus San Fernando, der im englischen Original Every Which Way But Loose heißt. Und hier ist Every Which Way But Loose, He Went That Way. Ich weiß, es ist eine wirklich, wirklich weite Assoziation, aber wer weiß, vielleicht tatsächlich auch nur halb so viel Bullshit, wie wir jetzt gerade glauben. Anyways, The Killer on the Road ist ein Film, der hierzulande über Square One Entertainment und Leonine tatsächlich auch physisch ausgewertet wird. Dabei erscheint der Film am 16.08.2024 als Standard-Edition auf DVD und auf Blu-ray im Keepcase. Mir wurde vom Label dankenswerterweise für dieses Video ein Rezensionsmuster der Blu-ray zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf die deutsche Blu-ray-Auswertung von The Killer on the Road zu werfen. Für das Marketing des Films The Killer on the Road wurden international mehrere Poster zum Einsatz gebracht. Eines zeigt Zachary Quintos Charakter am Boden liegen und Jacob Elordis Charakter stehend in schwarz-weiß vor einem gelben Hintergrund, quasi das Sin City-fied Artwork zu diesem Film, beziehungsweise ist ein bekanntes Artwork auch eines, wo Elordi die Waffe in die unendlichen Weiten der Wüste hält und Quinto gelangweilt auf den Boden schaut vor einem blauen Himmel, das dankenswerterweise hier nicht zum Einsatz kommt. Da finde ich, dass sich Square One für den deutschen Release tatsächlich das beste Motiv zu diesem Film ausgesucht hat. Auch wenn wir auf der einen Seite links im Motiv das Gegenlicht sehen und auf der anderen Seite Zachary Quinto auf der rechten Seite dreinsieht, als würde er gerade wirklich ganz angestrengt in den knallenden Sonnenschein blicken. Dafür ist allerdings die Pose von Jacob Elordi relativ interessant, der hier halb versetzt auf diesem Auto lehnt, beziehungsweise eben noch der Rauch aus dem Lauf seines Revolvers dringt. Das zeigt, ist irgendwie das einzige Element von diesem Cover-Artwork, das ansatzweise zeigt, was hier eigentlich gerade passiert. Dazu dann der Titelschriftzug, der übrigens hier auf dem deutschen Cover-Artwork in derselben Schriftart präsentiert wird wie der englische Titel, Originalschriftzug, auf dem englischsprachigen Poster mit derselben Schriftart und derselben Art, wie die Namen der beiden Hauptdarsteller hier präsentiert werden. Das ist auch tatsächlich wirklich wichtig, weil mit dem englischen Titel He Went That Way kann man sich bei diesem Poster eigentlich relativ wenig drunter vorstellen, was der Film einem bieten soll. Mit The Killer on the Road hat man tatsächlich in Kombination mit dem rauchenden Revolver und dem erwartungsvollen Blick von Jacob Elordi zumindest ansatzweise ein Gefühl, dass hier gerade jemand darauf wartet, was etwas Böses mit den Ankommenden anzustellen. Wie Quinto in dieses ganze Spiel hineinpasst, das erfährt man durch das Poster irgendwie nicht wirklich, aber es ist, finde ich, vom Aufbau durchaus ein interessantes Motiv. Wir können dann einmal einen Blick über den Spine werfen, wo natürlich ebenfalls der Titelschriftzug zu lesen ist, und wechseln dann auf das Backcover. Aber dann gibt's auf der einen Seite die Inhaltsangabe des Films. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Bilder aus dem Film, sowie die technischen Details zu diesem Release, Bild, Ton und keine Information rund ums Bonusmaterial, was grundsätzlich daran liegt, dass keines vorhanden ist. Dazu können wir dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da finden wir auf der rechten Seite natürlich den runden Silberling, ausgestattet mit demselben Motiv, das wir auch außen auf dem Frontcover gesehen haben, beziehungsweise können wir darunter dann eben auch noch das Wendecover sehen, das sich allerdings mit Ausnahme eben von den dankenswerterweise dort fehlenden großen FSK-Flatschen im linken unteren Eck nicht von dem korrekten Cover unterscheidet. Somit ist das insgesamt ein nicht besonders atemberaubend spannend inszeniertes Cover-Artwork, aber eines, das damit auch den Film, finde ich, sehr akkurat repräsentiert und eben keine falschen Erwartungen setzt, wie das leider bei verhältnismäßig ähnlichen Artworks oft sonst der Fall ist. Aber apropos akkurate Einblicke in das, was uns der Film The Killer on the Road wirklich liefert. Auch ich habe ungefähr 70 kleine Freunde, die alle schneller über euren Bildschirm laufen können, als ihr selbst mitgebracht, und möchte mit euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check natürlich auch darüber sprechen, was uns The Killer on the Road in optischer Hinsicht bietet. Dafür habe ich eine Slideshow mit einigen Ausschnitten aus dem Film vorbereitet, selbstverständlich spoilerfrei, aber ich möchte wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich die
Bilder in der jetzt folgenden Slideshow natürlich allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe. Da sich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses es dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Eines ist bei dem Film The Killer on the Road ganz offensichtlich. Hierbei handelt es sich um eine digitale Produktion. Leider gibt es allerdings wenig technische Informationen zu diesem Film, weswegen man nicht sagen kann, mit welchen Kameras, in welcher Auflösung der Film überhaupt gedreht wurde, beziehungsweise ob dann die Postproduktion über ein 2K oder 4K Digital Intermediate erfolgt ist. Das ist allerdings bei einem reinen Blu-ray-Release sowieso nebensächlich, weil beide Master-Versionen für dieses Medium komplett ausreichend sind. Das Einzige, was man bei diesem Film allerdings durchaus merkt, ist, dass man hier zwar mit hochwertigem Equipment gearbeitet hat, das finde ich ein sehr gutes Bild liefert, dass es allerdings nicht ganz direkt eine Cinema-like-Kamera war, die nämlich eben noch mehr diese Plastizität schafft, die das Original 35mm Filmmaterial mit Leichtigkeit hinbekommt. Hier haben wir es recht deutlich mit eben einem Videolook zu tun und einem etwas flacheren Bild. Dafür sind natürlich die Leute, die grundsätzlich Bildrauschen eher aversiv gegenüberstehen, mit diesem Transfer sicherlich glücklich, denn es gibt hier keinerlei Unruhen, es gibt auch nachher kein künstlich aufgesetztes Filmgrain, was natürlich bei einem Film, der in den 60er Jahren spielt, durchaus gepasst hätte, aber hier haben wir es grundsätzlich mit eben der digitalen Optik zu tun. Das Einzige, was man aber, finde ich, bei den Bildern hier in der Slideshow ganz besonders deutlich erkennen kann, ist, dass man bei dem Film vom Farbstil her sehr wohl ein bisschen auf den Technicolor-Look der 60er Jahre gesetzt hat. Ganz besonders deutlich, finde ich, sieht man das eben bei diesem knallig blau bis türkis vom Himmel, natürlich auch dargestellt durch die Kleidung teilweise, beziehungsweise eben die verwendeten Autos und so weiter. Einzelne Einstellungen, insbesondere die, die dann rund um dieses Motel spielen, hat man auch einen sehr schönen Lichteinsatz mit eben Einstellungen, die ganz bewusst in dieses orange Licht gehüllt sind. Manchmal kommen auch grünliche Touches hier zum Einsatz, bei denen es sich natürlich um bewusst eingesetzte visuelle Stilmittel handelt, um einzelne Szenen von diesem Film ganz absichtlich in ein bestimmtes Licht zu rücken, möge man sagen. Aber der Großteil des Films bietet nämlich natürlich natürliche Lichtauswahl. Dabei bietet der Transfer in meinen Augen absolut hervorragende Schärfe, beziehungsweise auch zufriedenstellende Detailzeichnung, ist, was den Farb- und Kontrast Umfang betrifft, natürlich gelungen, stößt aber, finde ich, ein bisschen eben an diese dynamischen Grenzen der Standard 2K Blu-ray. Dabei muss man sagen, dass die Kompression für den 96-minütigen Film mit 21,1 GB verbrauchten Volumen auf der Disc tatsächlich absolut ausreichend ist. Man hat natürlich hier noch geschafft, den Film auf eine einschichtige BD25 zu pressen, aber hat der Kompression durchaus ausreichend Spielraum geben können, um hier ihr Werk verrichten zu können, ohne allzu störend auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Wer natürlich in die feinen Strukturen blickt, was ganz besonders bei den sehr flachen Video-Optik-Hintergründen immer wieder der Fall ist, da kann man beispielsweise beim Himmel teilweise Block- oder Artefaktbildung dezent erkennen, beziehungsweise manchmal auch leichte Banding-Strukturen, was, wenn man genau hinschaut, im Standbildmodus natürlich erkennbar ist, was allerdings beim normalen Ansehen des Films weder auffallt, noch schon gar stören sollte. Hier hat man es mit einer guten Bildqualität zu tun, die auf der einen Seite natürlich auch zeigt, wo die Grenzen des Standard Blu-ray-Formats sind, aber im Verhältnis zu dem, was dieses Format leisten kann, definitiv sehr gelungen ist. Und damit muss ich sagen, dass The Killer on the Road auf jeden Fall ein sehr eigener, spezieller und unkonventioneller Serienkiller-Film ist, der nämlich eben die Killer-Aktivitäten des Killers ganz in den Hintergrund rückt. Dabei ist Larry Raines auch jemand, der mit einer Opferzahl bis 5 Personen nicht zu den aktivsten seiner Zunft zählt, natürlich auch jemand, bei dem nicht allzu viel zu holen ist. Aber das Spannende an dieser Geschichte ist eben das Zusammentreffen mit der einen Person, die er am Leben gelassen hat, beziehungsweise wie sich hier die Dynamik entwickelt, basierend eben auf den Originalausführungen von der Person, die damals wirklich dabei ist, die aber, muss man tatsächlich auch sagen, mit dem Affen im Gepäck vielleicht sogar noch irgendwie interessanter ist als der Serienkiller im Vordergrund. Und das, finde ich, kann man auch ohne schlechtes Gewissen spoilern an dieser Stelle, dass eben
Der Original, Dave Pitts, der das damals wirklich miterleben musste, im Abspann dann noch persönliche Worte an das Publikum richtet, beziehungsweise, dass man ihn dann auch noch mit dem Original Spanky in einem Original schwarz-weiß Kurzfilm ganz kurz über das Eis huschen sieht. Auch das absoluter Wahnsinn und natürlich ein sehr, sehr nettes Goodie für das Ende des Films. Über die wahre Handlung möchte ich an der Stelle natürlich nicht spoilern, auch wenn natürlich durch die Dokumentation der quasi wahren Begebenheiten einige Sachen durchaus vorweggenommen werden. Aber die Chemie zwischen Jacob Elordi und Zachary Quinto ist durchaus interessant. Der Film hat seine interessanten Momente, schafft es allerdings jetzt nie wirklich so packend, intensiv, spannend zu werden. Versucht sich ein bisschen so auf der Schiene des Serienkiller-Road-Movies à la California, erreicht aber da nicht diese Atmosphäre. Wer allerdings wieder mal Lust auf einen etwas ruhigen, dezenten, unbrutalen im weitesten Sinne Serienkiller Film hat, der könnte bei The Killer on the Road zumindest einen klassischen verregneten Sonntagnachmittag etwas aufhübschen. Square One veröffentlicht im Vertrieb von Leonine den Film als deutsche physische Blu-ray, leider ohne Bonusmaterial, dafür ausgestattet mit einer durchaus gelungenen deutschen Synchronfassung, einem, wie ich finde, passenden Cover-Artwork und vor allem einer sauberen technischen Präsentation auf der Disc.